dem Sauerland. Ja, ihr seid ja ganz wild beim Whisky trinken und da will ich mitmachen und möchte es nicht versäumen, meinen Lieblingswhisky vorzustellen. Das ist der McMurrah aus Schweden. Ja, ist so gesehen kein Highland Malt. Durch die habe ich mich schon ein bisschen durchgetrunken. Da habe ich auch meine Favoriten. Da gehört der Artback sicherlich als einer zu meiner, oder ist einer meiner Favoriten. Aber dieser Kollege, den habe ich letztes Jahr kennengelernt in Schweden. Wir sind öfters in Schweden und da bin ich auf diese kleine Destille aufmerksam geworden. Die liegt in Gävle. Das ist etwas nördlich, an der nördlichen Schiene von Stockholm. Das sind ungefähr 180 Kilometer, also ein Katzenschiss entfernt von Stockholm, wenn man da die schwedischen Verhältnisse nimmt. Und liegt an der Küste, also an der Ostküste. Und die Destille ist ganz jung. Die ist 1998 gegründet worden von 8 Freunden. Und was die da zaubern, das ist schon echt klasse. Dieser Vertreter, der Svensk Ek, also schwedische Eiche übersetzt, wird gebrannt dort und wird dort gelagert in Eichenfässern, insbesondere in Fässern, die von der Insel Visingö. Visingö liegt direkt in der Verbindung zu der wunderbaren Süßfabrik oder Süßfabrikenstadt, die, wenn ihr schon mal in Schweden wart, die kennt ihr sicherlich. Das ist Gränna. Gränna, da kommen diese leckeren Bonbons her, auch diese Lakritz-Bonbons. Und Visingö ist direkt gegenüber. Und da werden diese Eichenfässer gemacht, wo der dieser Whisky drin lagert. Dieser Whisky ist sicherlich kein leichter Vertreter seiner Sorte, sondern hat schon mit 46,1% einen ganz kräftigen Bums. Aber er kommt doch sehr weich daher. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hups, da falle ich gleich vom Stuhl. Da gibt es bei den Schotten sicherlich wesentlich stärkere Whiskys. Und also ich mag den sehr gerne in Verbindung mit einem schönen Dark Twist. Hier der von Tom Darashi in der Pfeife. Auch kein leichter Tabak. Genauso wie dieser Whisky sicher kein leichter ist. Und dieser Whisky ist auch in keinster Weise gefärbt, sondern er ist sonst eine Naturfärbung eigentlich. Und ich probiere den mal. Wunderschöne Alkoholnote, kräftiger Geschmack und passt hervorragend zu diesem Tabak. Kann ich also nur empfehlen, ihn auch gemeinschaftlich mit dem Dark Twist von Tom Darash zu genießen. Das Tolle ist, auch wenn es eine kleine Destille ist, sie ist nicht wahnsinnig teuer. Die Whiskys von McMurrah gehen los bei 28 Euro, gehen natürlich weit, weit hoch. Der Svensk Ek liegt so bei knapp 49 Euro, aber sicherlich ein absoluter High-Class-Whisky, der den Schotten überhaupt nicht nachsteht. Und ich kann es eigentlich nur empfehlen, mal das Tröpfchen zu probieren. Nur, was ich immer dazu sage, ist halt, ein Whisky braucht immer ein bisschen Wasser. Und dazu komme ich jetzt. Wasser und Whisky gehören zusammen.
Und wir haben hier bei uns in der Gegend einen riesigen Vorteil. Wir haben unser eigenes Wasser. Das ist das Hochsauerlandwasser, was uns immer dienstags vor die Haustür gestellt wird auf Anforderung von einer ganz, ganz, ganz kleinen Quelle. Und schmeckt wahnsinnig lecker. Und diese Verbindung mache ich immer so kleines Tröpfchen da rein. Und so wird das Ganze zu einem absoluten Geschmackserlebnis. Ich kann nur sagen, das ist mein Whisky-Erlebnis und Tom Darrasch und der MacMirror perfekt. Also demnächst heißt es wieder einschalten, jetzt heißt es ausschalten. Euer Olli. Ciao.